Willkommen zurück zu Baphomets Fluch. Wir sind hier gerade in Marib stehen geblieben und sind jetzt endlich in die Toilette gekommen und konnten uns eine Kette und ein Endloshandtuch besorgen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch Pearl hier irgendwie beglücken mit dieser blöden Statue, von der ich immer noch nicht weiß, wie man da rankommt. Wobei, jetzt spielt er mit seinem Ball und ist abgelenkt. Jetzt kann ich mit die vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas von dem Regal will. Doch, du willst diese blöde Statue. Ich bin mir ziemlich sicher. Oh, der wirft gegen die Tür. Oh, warte, wenn ich da jetzt. Achtung. Und der Ball. Und. Yes! Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wie die hier gelandet ist, aber. Okay, es hat funktioniert. Bin zufrieden. Jetzt habe ich eine EU bestohlen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Der Arme. Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. Das macht sie so ein bisschen imposanter, oder? Ich bin mir aber sicher, hat er gesagt, die ist aus billigem Gips. Kann ich die nachgipsen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Kann ich die mit Schminke anmalen, dass die ein bisschen hyper aussieht? Oh, das scheint es gewesen zu sein. Sehr schön. Der Gips scheint die Theaterschminke nur so aufzusaugen. Und dann sieht der echt wie Stein aus. Gut, hier Pearl, schau mal. Hallo Pearl. Ich weiß nur immer noch nicht, was mir das bringen soll. Hallo George, schön Sie zu sehen. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer antiken Statue? Ach, wie schön, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Hätten Sie es gerne? Sehnlichst gern, aber ich habe nicht genügend Geld bei mir. Wenn Sie losgehen und Duellen suchen, dann bezahlt er dafür. Wenn er Schwierigkeiten macht, sagen Sie ihm, ich möchte sie. Und dann bekomme ich Geld und kann mir die Taxifahrt leisten, nur ich weiß noch nicht, wohin. Das muss ich noch rausfinden. Hallo, Duane. Gott, die Socken, Alter. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Das mache ich auch mal, wenn ich so irgendwie 15 Jahre älter bin. Sieht alt aus. Wenn ich auch so Leute in meinem Alter die ganze Zeit junger mache. Ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus. Davon verstehe ich nicht. Was die zu Hause sagen werden. Was wollen Sie dafür, George? Oh, ich kann nicht. Es ist der Fund des Lebens. Ich meine... 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Und das ist für Sie. Dankeschön. Jo. Jetzt ist wirklich nur noch die Frage, ob ich weiß, wo ich hin muss. Weiß ich das? Vielleicht weiß es George, ich weiß es nicht. Ja, George, mach das doch mal einen Millimeter schneller. So, guck mal, ich hab Geld. Hier, Geld. Fahr mich irgendwo hin. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabene Gegenwart erneut wieder. Schau, Ulta, 50 Dollars, US-Währung. Eine klassische Summe. Da bin ich wieder, Ulta. Du sollst mich doch rumfahren, Preis. Alter. Ja, ich weiß, der Preis ist Allah und so. Okay, ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Ich weiß. Haben nicht, Sie diesen Mann schon mal... Oh, höchst sicherlich.
seien hier gestern. Hier? Erst gestern? Okay, okay, okay. Mein Gott, das war dicht dran. Scheiße, scheiße. Ja, Fragen, viele Fragen. Wie misst er sie? Wonach hat er gefragt? Er Fragen von Amerikaner namens Stobby. Stobbert? Ja, Stobbert. Sie kennen? Der Killer kennt meinen Namen. Wonach hat er noch gefragt? Er Fragen von deutschen Mann namens Klobner. Ich versuche krampfhaft, Klausen, mich an den Namen des Kerls zu erinnern, den die Verschwörung in Syrien verloren hat. Klausner? War der Name Klausner? Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ich sage Mann in Bild, Klausner wollen gehen zu Bull's Head. Moment, wohin wollte Klausner gehen? Bull's Head. Großer Hügel, etwa 10 Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 16. Wann war das? Oh, vielleicht Woche her. Kannst du mich dahin fahren? Was können Sie mir über diesen Bull's Head Hill erzählen? Auch wenn da Kahn ist. Höchst ausgezeichnet. Hm. Herrliche Aussicht. Wert einen Besuch. Oh ja, oh ja, oh ja. Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten. Sie brauchen guten Luxusführer. Für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. Oh, grausiges Schicksal. Wo soll ich nur so einen Führer finden? Und Ultar sein meist luxuriösester Führer auf weite und breite Gegend. In jede Richtung. Glückes Geschick, was hab ich doch für ein Schwein. Bewünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse Dienste? Ja, aber Dick. Okay, in Ordnung. Lassen Sie uns abhauen. Zunächst, bedauerlicherweise, Formalitäten. Fahrt nach Bull's Head. 50 Yankee Dollars, bitte. 50 Scheine, das ist eine Menge Geld. Ach, was soll's. Hier ist das Bare. Höchst exzellent. Oh, so, Typ. Und jetzt können wir wetten. Mister, ist der Keilriemen kaputt oder heilen. Nicht? Ich sag ja. Oh, okay. Ich bin in einer Minute da. Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften, also lasse ich sie lieber auf der Theke. Ich würde auch die Schlüssel nicht rausgeben, ich würde dann halt aufschließen und fertig. Keilriemen, Achtung, 3, 2, 1 und... Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Ist das Ihr Taxi? Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Marib. Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus. Bah, ihr Amerikaner mit Luxuslimousinen. Ihr haben vergessen, was Taxis sein sollen. Ungefähr 4 Tonnen auf den ersten Blick geschätzt. Da haben Sie Nagel durch Nadelöhr getroffen. Schön, dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Ja. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen haben Beschluss machen, jetzt zu reißen. Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt zum Ersatz machen. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Höchstens 6. So lange kann ich nicht warten, wir müssen weiter. Aber wie, mein Freund? Ich lasse mir was einfallen. Können Sie damit etwas anfangen? Mein Freund... Das sein richtiger Teil. Träumchen. Ultar nimmt das Handtuch, zerschneidet es längs in 2 Hälften und gibt mir eine davon zurück. Mit seiner Hälfte ersetzt er den Keilriemen, wie man es normalerweise mit Strümpfen machen kann. Nun, ich verknoten Enden. Praktisch, ja? Wirklich höchst praktisch. Damenstrümpfe mögen an einem Bentley gute Dienste leisten. Aber bei einem Lastwagen erfüllt das grobe Handtuch seinen Zweck besser. Kommen, mein Freund. Sie möchten sehen, Bull's Head? Ich bin übertrieben MacGyver, Alter. So, auf zu Bull's Head.
Ja, das sieht tatsächlich sehenswert aus. Okay, da bin ich wohl oben. Eine Spalte. Oh, ich kann sogar... Hä? Kann ich da runterklettern? Ach, genau da unten geht's zum Eingang, oder? Okay. ich brauche ein Seil. Das... Ich kann den Baum mitnehmen? What? Ach, Zweig. Hey, das sieht aus wie eine Zwille, oder? Oder eine Wünschelrute? Ich habe dem Baum für einen Tag genug Schaden zugefügt. Gut, dann müsste ich mich irgendwie abseilen. Mit dem Keilriemen. Mit dem Handtuch. Kann ich mich da irgendwie ablassen? Mit der Kette. Also hier gibt es ja nicht mehr. Das heißt, es muss... Den kann ich da reinlegen, oder? Hier so quer drüber in die Kerbe da rein. Da muss ich da vielleicht ein Seil dran binden? Oder die Kette? Nein. Das ist keine gute Idee. Dann so vielleicht? Nein. Dann das Ganze mit dem Stock. Das ist keine gute Idee. Dann das Ganze mit dem. Okay. Also ich mit hätte Schwung knote die Metallstange ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Gut, dann kannst du dich jetzt damit abseilen. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Nur, dass dieser Ast dich in der Theorie nicht halten sollte. Never. Wie soll denn das bitte... Was weiß ich, wie viel wiegst du? Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. Kommst du auch nie wieder hoch. So, da ist doch eine Tür. Wie kriege ich die auf? Hier kann man sterben. Oh Gott, hier kann man sterben. Mir fällt's ein. Hier kann man sterben. Ich muss speichern. Bin mir ziemlich sicher, dass man hier runter... Oh. Kann ich springen? Ich habe dieses Los, spring schon, wird bestimmt lustig Gefühl, das man manchmal an der Kante von hohen Klippen bekommt. Wenn ich es schaffe, auf der Verdeckplane zu landen, ohne einen der Spriegel zu treffen, könnte ich es sogar überleben. Wenn ich ein wenig jünger und viel dümmer wäre, würde ich es bestimmt ausprobieren. Okay. Oh. Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Dann zieh doch mal dran. Ich greife den Ring ganz fest und ziehe aus Leibeskräften. Aber hallo. Ja, okay. Herr Klausner? Kahn? Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Mann, nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein.
Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Ja. Das sieht doch baphometisch aus. Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes. Voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Auf jeden Fall ist es aber ein hässliches Bildnis. das Lasso hätte ich gerne. Okay, in Ordnung. Der sieht aus wie Indiana Jones. Echt witzig. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. Gut, da ist die Linse. So aus der Entfernung kann ich keine Anzeichen von Gewalteinwirkung feststellen. Außer seinen Fingerspitzen, die blutig gekratzt sind. Und das scheint er sich selbst angetan zu haben. Klausner muss ziemlich schlau gewesen sein, um so weit zu kommen. Aber trotzdem ist er tot. Naja, wir hängen hier auch fest, so ist ja nicht. Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Und ich habe weder eine Kamera noch einen Notizblock, um sie aufzuzeichnen. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. Ja, ich hätte, in Occidenta sita est in ora mundi. Okay. Das muss reichen. Oh, das war England. Der Mund öffnet sich. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta! Komm nicht rein, es ist eine Falle! Bleib, wo du bist! Wie? Khan. Hallo, Mr. Stobbart. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Wie bist denn du hierher gekommen, wenn ich mit dem einzigen Taxi Bitte überhaupt machen gekommen Sie bin? Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln. Sagten Sie verstümmeln? Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben. Und wenn ich nicht plaudern möchte? Kein Problem. Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Das ist gut. Glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Es ist etwas dunkel hier drin. Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen abwickeln. Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen? Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobbart, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein oder in den Unterleib. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin. Keine plötzlichen Bewegungen, Mr. Stobbart. Okay. Wie bist du also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, das gute Freunde zu werden wo ich und relativ leicht entwaffnen könnte. Klausner, wissen Sie, wo er ist? Ich glaube, ich will die Wahrheit sagen. Ja, ich glaub, ich er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? Nein, nichts. Warum ist dieser Ort dann so wichtig? Was haben die Tempelritter hier versteckt?
wenn nicht einen Artefakt. Hier sagt naja, da um die Ecke stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Latein? Können Sie sich noch daran erinnern, Mr. Stobbart? Was stand da? In Occidenta sita est in ora mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch. Also ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen, am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht, Mr. Stobbart. Ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Danke, glaube ich. Das, aber ich kann sagen, Ihre ich ein Einmischung Kompliment. Nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Okay, ja. Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Nun, okay. Naja, was soll's? Hier. Es war ein weiter Weg darunter. Unten konnte ich Ultas Wagen sehen. Nimm den Buzzer. Buzzer. Yes. Au. Scheiße. Okay. Oh, ich habe so früh gespeichert. Oh Mann. Tut mir leid. Kann ja jedem mal passieren. Die Idee, meine Hand dort hineinzustellen. Aber irgendwann. Blablabla, jetzt muss ich mich da kurz durchklicken, blablabla. Ich kann. Aber bis dahin war es gut. Aber hallo. So, schnapp dir die Linse. Hinter der Ecke finde. Oh mein Gott, ich hab. Blablabla, nein! Die Türe. Ich bekomme. So, schnapp dir die Linse, guck dir den lateinischen Satz an und dann sind wir mal wieder soweit. Hey, was ist. Ich habe so eine. Das, der Ritter. Also Pistole nicht nehmen und dann muss ich echt runterspringen. Das ist ein bisschen amokmäßig, aber okay. In Occident. Das muss reichen. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass man mit dem Satz allein genau das Schwert findet. Wie löse ich jetzt aus, dass der reinkommt? Scheiße. Ein Stein ist voller. Auf jeden Fall. So aus der Entfernung. Außer. Und das. Klausner muss. Aber trotzdem. Scheiße, wie trigger ich das denn jetzt? Das ist ein bisschen ärgerlich. Oben an der. Irgendwas wie. Das Latein ist einfach genug. Was soll. Der Mund öffnet sich. Mein Gott. Und. Ah, okay, gut. Wie? Blablabla. Ich schieße ihn in den Bauch oder in den Unterleib, ins Bein. Ich weiß, ich bin der beste Schütze der Welt. Super. Das ist, warum? Wenn. Lalalala. Ich hätte vielleicht doch nochmal speichern. Ach nee, ich brauche nicht speichern. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Bis auf die letzte Entscheidung habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Mit dem Klausen. Ja, ich glaube, er hatte. Nein. Nein, Linse hat er nicht. Naja. Ja. Was stand in Ob. Also ich weiß. Aber was. Es vermisst ein. Dank. Aber es. Was hat. Zu meiner. So, ich möchte bitte sterben wie ein Mann. Okay. Sie. Ich möchte. Nun.
Es war ein weiter... Gut, ich möchte hier dich buzzen. Und jetzt nix wie weg. Okay. Ja. 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 Die Cuts sind immer so schnell, das ist krass, ey. Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Was ist mit der Linse? Ist die noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Okay. So. Das mache ich jetzt noch. Ich sag's da schon die ganze Zeit, ich will jetzt diese blöde Linse in diese blöde Kirche bringen. Und diese blöde Statue einsetzen. Sollte ich nochmal mit dir reden? Du hast bestimmt wieder irgendwas Spannendes zu sagen. Aber im Moment brauche ich das nicht. En façon. Da ist er wieder. Aber das ist mir relativ wumpe. Ich will in die Kirche. Und danach kann ich eigentlich direkt nach Spanien, oder? Da ist ja auch alles so weit fertig, dass ich da hingehen kann. Ach, jetzt ist er ein Geistlicher. Okay. Was macht der denn da? Das sieht ein bisschen verdächtig aus. Ich will jetzt nicht das allzu weit deuten, aber... So. Bitte, bitte, bitte. Das muss funktionieren. Bin ich überzeugt. Ach, leck mich, dann rede ich halt mit dir. Entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Natürlich, er poliert was. Aber sehr gerne, Monsieur. Okay. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen. Sie müssen sehr stolz sein auf diese unglaubliche Sammlung von Bleiglasfenstern. Stolz ist eine Sünde, Monsieur. Aber es ist schwer, nicht ehrfürchtig zu staunen, wenn das Licht hindurchfällt. Ein exquisiter Beweis für das Genie des Künstlers. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Ach Monsieur. Ach so, nein, ich will über die Statue reden. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast 6 Monaten. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von Deswegen ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kesser Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt. Nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah, oui. Alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl. So habe ich das noch nie gesehen. Mhm. Hier, guck mal. Haben Sie schon einmal so eine Linse gesehen? No, niemals. Das Glas scheint irgendwie ganz schwach eingefärbt zu sein. Stimmt, ist mir noch nie aufgefallen. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Ich will jetzt diese blöde Linse da einsetzen. Ich bin mir sicher, dass das tut. Guck dir die nochmal an, bitte. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Ach komm, George. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Okay, diese Spielmechanik ist mir bis dato jetzt nicht klar gewesen, dass man... Dinge untersuchen kann und nochmal intensiver untersuchen kann. Mit der anderen Maustaste, das ist ein bisschen dumm.
Die Linse passt auf das Ende der Schriftrolle wie eine Hand in einen Handschuh. So, jetzt guck durch. Hey. Das muss ziemlich doof aussehen. Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. 1300... Moment mal, also MCCCXIV, das ist 1314. Habe ich die Linse wieder? Nimm die Linse wieder mit, bitte. Okay. Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Nimm die Linse eine mit, Schriftrolle Alter. Ist ein... Okay. Ich gehe mal davon aus, dass du die mitnimmst, wenn ich die Kirche verlasse. Alles andere wäre ja ziemlich doof. Aber jetzt habe ich eine Jahreszahl und vielleicht bringt die mich ja in Spanien weiter, hoffe ich. Denn ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal in Spanien um. Bei dem Hof oder Gestüt oder was auch immer da übrig ist von den Tempelrittern da. Nö, da lässt die Linse einfach liegen. Okay, nö, dann lassen wir die Linse einfach liegen. Aber wir beenden die Folge hier an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Tüdelü.